Vor fast 50 Jahren fanden in München ab dem 26. August 1972 die 20. Olympischen Sommerspiele statt. Der gesamte Veranstaltungsort ist auch 50 Jahre später noch immer eines der beeindruckendsten architektonischen Bauwerke und Ensembles dieser Welt. In den nächsten Wochen bis zum Jubiläum werde ich viele kleine Filme über die Bauwerke und die vielen kleinen Geschichten nebenbei zeigen. Heute geht es los mit dem Olympiastadion. Nun werden Sie sich fragen, was soll das am 26. Mai? Nun, ich wollte auch mal Erster sein. Nein, am 26. Mai 1972 wurde das Olympiastadion vor 80.000 Zuschauern mit dem Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Sowjetunion eingeweiht. Deutschland gewann 4:1 durch 4 Tore von natürlich Gerd Müller. Das Olympiastadion ist mit 2 18,4 x 8 Meter großen Anzeigetafeln ausgestattet. Je 240 Glühlampen sind horizontal und 100 vertikal angeordnet, also beeindruckende 0,024 Megapixel. Dank des milden Winters waren die Bauarbeiten schon zeitig fertig. Zwar fehlte noch die Laufbahn, aber es fanden bereits Veranstaltungen statt. Nur gut 3 Wochen später wurde man ebenfalls gegen die Sowjetunion in Brüssel übrigens Europameister. Am 28. Juli spielte der FC Bayern dann auch noch vor der Olympiade sein erstes Bundesliga-Heimspiel in diesem Stadion. Von 79.012 Zuschauern ging es am letzten Spieltag gegen den zweitplatzierten FC Schalke 04 um die Meisterschaft. Bayern gewann 5:1 und legte auch mit der damaligen Rekordeinnahme von über 1 Million D-Mark aus den Ticketverkäufen den Grundstein des Erfolges. Man sagte, ohne diese Einnahme wäre wohl die Insolvenz im Raum gestanden. Und auch als Sepp Maier 1976 im Bundesligaspiel gegen Bochum eine Ente fangen wollte, war ich im Stadion. 33 Jahre spielte Bayern im Olympiastadion bis 2005 und gewann dabei 17 Meistertitel, 7 DFB-Pokale, 4-mal den Pokal der Landesmeister bzw. die Champions League und einmal den UEFA-Pokal. Das ganze Ensemble steht seit 1997 unter Denkmalschutz und steht bis 2080 unter Copyright-Schutz der Architekten, sodass ein Umbau in ein richtiges Fußballstadion ohne Laufbahn, aber vollständig überdacht, nicht möglich und wohl auch nicht wünschenswert war. So bauten FC Bayern und TSV 1860 die Allianz Arena und zogen aus. In der Südkurve gibt es spezielle Stehplätze, die in Sitzplätze umgewandelt werden können, für internationale Spiele, in denen nur Sitzplätze erlaubt sind. In den 4 Batterien des Flutlichts befinden sich insgesamt etwa 550 Scheinwerfer. Bis in die 90er Jahre war es die Arena mit dem stärksten Flutlicht. Das Stadion wurde wie ein Amphitheater in die Erde gebaut. Man wollte keine Mauern und Treppenhäuser auf dem Gelände, das Stadion sollte sich von oben herab füllen. Außerdem war diese Art der Konstruktion preisgünstiger. Zwar gibt es auf der Seite der Haupttribüne auch Treppenhäuser, die sind aber im rückwärtigen Bereich kaum einsehbar. Die Innereien des Stadions sind eher unspektakulär. Hier die Mannschaftskabine der Bayern und 60er. Es gab nicht mal Spinde. Dafür gab es immer Streit wegen der Farben und sogar 2 verschiedene Telefone. Heute gibt es leider keine reguläre Nutzung mehr, sondern nur noch Einzelveranstaltungen und Events.